So, wir spielen die Quest Entführt, Teil von Ein reingebrochenen Herzen, Kapitel 3. Entführe Estrid während das Lugnasat-Festes. Da sollen ja auch viele zugucken, damit das so ein bisschen authentisch wirkt und schön wirkt. So, und die feiern hier schon alle. Also. Ich wollte einen Kranz aus Mädesüß im Haar tragen. Es heißt, er bringt einen die wahre Liebe. Lass uns tanzen. Dann erkennst du vielleicht, dass sie längst. Wie geht es deinen Leuten? Seid ihr erholt und für alles bereit, was diese Nacht bringen mag? Gerhilds Verrat war ein Schlag. Kaum jemand war überrascht, dass es dazu kam. Ja, schön nahe. Wir können uns auch ein Küssing noch geben. Doch lassen wir das. Wir sind bereit. Was erwartest du von uns? Auf mein Zeichen, weg die Barbaren in euch. Boah. Tja, auf mein Zeichen, mein Wartet Gott. Wartet auf mein Zeichen. Wenn ich mich Estrid nähere, ist es soweit. Ich bin deine Axt, Eivor. Bald bricht die Nacht herein. Dann ist es Zeit zuzuschlagen. Wenn ich mich da mal einmischen darf. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Gerade. Entführung. Das macht man auch nicht alle Tage. So ein bisschen Chloroform nehmen und. So, entführe Estrid. Achso, wir sollen schon hier irgendwie interagieren. Also, Eva hat sich richtig eingefügt hier in diesen Besäufnis. Ich hoffe, er trinkt nicht so viel. Entführe Estrid. Oh. Warum? Ich wollte schleichen. Warum? Kann man ja nicht mal in Ruhe schleichen? Ey, wie viele Meter habe ich denn geschafft? 10 Meter? Kann das sein? Habe ich 10 Meter geschafft? Zivile Verluste führen zu Desynchronisation. Ja, dann haut doch mal ab. Mein Speer ist nicht entscheidend. Also er kann das nicht unterscheiden. Super, ich wollte schleichen. Aber anscheinend muss ich ja wirklich ein ganz großes Ding machen draus. Ich sag ja, Assassin's Creed, schleichen geht ja gar nicht mehr. Da macht man nur so ein bisschen was und schon ist alles für den Arsch. Stopp! Jetzt gehe ich zu dir. Scheiß drauf. Ich entführe dir und zeig nochmal jeden, der das gern sehen möchte, zeige ich die nochmal. Genau. Ich bin bereit, wenn es losgeht. Und ich sage dir, wenn ich bereit bin. Oh Gott. Sie wird entführt von mir. So, und wohin gehe ich jetzt? Trage Estrid. Ja, aber wohin? Lass mich runter. Bei Odins Bad. Mit dem Geheule kannst du kein kleines Kind täuschen. Lass mich los, Unol. Will keiner von euch Sachsen mich retten? Nee. Geh nach Hause, du Alte. Geh nach Hause. Du wirst Bogfraß. Ja, warte mal hier. Erstmal auf den Arsch wieder setzen. Nein, nicht nach unten. Nicht nach unten. Dann denken die, dass ich kämpfen will. Ich will doch nicht kämpfen. Ich trage eine Frau jetzt. Ihr dürft mich nicht. Das ist doch hier die goldene Regel. Neben Brillenschlangen dürft ihr mich nicht ankämpfen, wenn ich hier eine Frau trage. Eine Frau ist heilig. Reit hier. Was macht denn mein Hund? Was macht denn mein Hund? Was machst denn du? Das ist ja hier eine Panik. Nein, jetzt wurde ich runtergeschossen. Was ist das? Oh mein Gott. Hilfe, die hauen mir in die Fresse. Was soll ich machen? So, jetzt reicht's. Jetzt mache ich jeden tot, der mich schief anguckt. Ja, und du auch. Was ist ja hier? Das ist ja eine Panik. Das ist ja eine Panik. Komm schon nicht mal mit meinen zwei Sperren hinterher hier, Freundchen. So. Vorbei mit dir. Und du da oben. Da oben. Du Hund. Du bist jetzt weg. Nee, doch nicht. Aber fast. So, schnell. Tragen. Die kommen noch unendlich wieder rausgekrallt hier. Komm. So.
Das hätten wir auch geklärt. Nein! Ich habe gesagt, das wird schwer. Ja, Maxi. Ich wusste es, dass es schwer wird, aber das ist so... Oh Gott, nee. Zack. Zack. Ich glaube, die werden noch unendlich jetzt hierher gespawnt. Ja, schaut mal, ich bin hier ganz normal und das kommen wieder welche und kommen wieder welche. So, Drang. Ja. Ja, komm. Reit hier. Ja, hier, reit hier. Arsch her, reit hier. Nein, bleib hier. Du dummes Reittier. Was soll ich denn mit dir machen? Ich tausche dich aus, wenn du jetzt nicht stehen bleibst. Bleib doch stehen. Nee, also, mit dir kann ich nicht arbeiten. Du bist gekündigt, du blödes Wolfi-Ding. Ich renn jetzt weg hier. Das ist mir egal. Weg jetzt. Mein Reittier bleibt nicht stehen. Was soll ich denn da noch machen? Da kann ich nichts machen, ja. Und die stehen da und gucken jetzt hier und spielen ja eh auf Hulk Hogan hier. Lass mich in Frieden. Und das Schwein, das stört auch noch. Ja, und der nächste, genau. Ach, wie die alle plötzlich beisammen sind. Mir noch eine winken, während ich eine Frau auf die Schulter habe. Ja, und da ist ein Reittier. Wieder das nächste Reittier, was flieht. Komm her jetzt. Eine letzte Chance noch. Eine letzte Chance. Bleib doch da. Nee, okay. Also das Spiel möchte eindeutig nicht, dass man Reittiere einsetzt. Das kann man so festhalten. Trage Estrid. Was wird nun aus meiner Tugend? Ist mir egal. Ich glaube, jetzt sind die weg. Wo ist denn mein... Ich rufe schon dauernd mein Reittier. Es interessiert sich. Ja, ach, jetzt kommst du. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Oh, jetzt bleibst du stehen. Du dummes Ding. Dein Geschrei hat uns die halbe Stadtwache auf den Hals gehetzt. Ich wollte eine gute Vorstellung abliefern. Mein Vater sagte immer, ich wäre eine gute Schauspielerin. Auf jeden Fall hast du Hingabe gezeigt. Hat es dir nicht auch ein bisschen Spaß gemacht? Eine Prinzessin entführen? Doch, das war schon aufregend. Eine Frau kämpft tapfer gegen ihre Entführer. Doch was werden sie jetzt mit mir tun? Ist meine Tugend bei euch sicher? Sie ist nicht in Gefahr, wenn du das meinst. Komm schon, Eivor. Du schlägst Elfreds Raufbolde in die Flucht, aber die Neckereien einer Dame lassen dich erschaudern? Ja! Die Neckereien, die so schön gebickelt in meinen Bauchnabel hat. So, wir haben die alte... wir haben die Frau... abgeschoben. Ja, jung ist sie ja. Es ist kann man ja. Alles, was jetzt noch zwischen mir und meiner Heimat steht, ist ein schmales Band aus Wellen und Schaum. Na dann viel Spaß. Gut gemacht, Rolf. Sind du und deine Leute bereit, Segel zu setzen? Lokis fauchender Sohn macht die Gewässer zwischen unseren Küsten gefährlich. Wir sollten ausruhen und auf günstigeres Wetter warten. Passt gut auf euch auf. Selbst wenn Bürsthans Soldaten nicht nach Estrid suchen, Elfreds Soldaten werden es. Jetzt ist nicht die Zeit für solche Sorgen, Eivor. Heute wird gefeiert. Komm, trink mit mir. Ja, saufen. Will doch mal saufen. Ihr seid nur am Saufen. Bürsthan wird dich morgen im Nordosten von Golenkester treffen. Du hast dir alles verdient, was er dir versprach. Und noch viel mehr. Besuch mich, wenn du möchtest. Fernab der feiernden Dänen. Oh, da haben wir ja jemanden, mit dem wir noch ein bisschen Knickknack machen können. Das ist ja schön. Aber ich habe ja schon die Petra. Ich habe mich ja bei schon, Tor, ich ja schon fast verlobt. Finden. Sicher jagt er wieder. So, ja. Da haben wir wieder eine neue Quest natürlich bekommen. Und eine Quest abgeschlossen. Entführt. Wir einfachen Sterblichen raubten ihre Idun.